Hallo ihr Lieben, ja, ich konnte es nicht sein lassen, ich bin wieder im Garten und bin gedanklich auch schon die ganze Zeit am Tüfteln gewesen, wie ich das mit dem Foodsharing-Projekt weiterführe, mit der Unterkonstruktion, der mittlere Teil fehlt ja noch und ja, jetzt hatte ich ein paar Ideen und will auch gar nicht so lange warten, damit weiterzumachen. Drückt mich der Baum hier ein bisschen. Er findet das auch toll hier, weil unter dem Baum mache ich das Ganze. Ja, nee. Ist ein bisschen mehr Platz wieder. Ja, ich lege einfach direkt los. Übrigens, es gibt schon erst so einen zweiten Teil dazu. Wer das nicht mitgekriegt hat, fängt am besten bei Teil 1 nochmal an. Ich verlinke euch das mal oben rechts. Das ganze Projekt ist für mich eine Herzensangelegenheit. Deswegen fließt ja ganz, ganz viel Liebe rein. Und ja, es geht einfach mal weiter. Heute mit Teil 3. Loslege So, ich. wovon habe ich geredet? Erster Teil, zweiter Teil. Das ist genau das. Das hier ist der Fuß und dahinter findet ihr den Tisch. Und das muss ich jetzt irgendwie aufeinander abstimmen und dafür habe ich auch schon Holz gesucht und auch was gefunden. Das hole ich direkt. Das Brett werde ich einmal brauchen. Und dann habe ich hier noch Holz gefunden. Das fand ich super. Schön stabiles. Wollen nicht anfangen zu mauscheln. So, das ist das Holz, was ich verwenden möchte. Ich muss mir natürlich ausmessen noch, wie lang das alles werden soll. Das kommt aber gleich. Und das schleppe ich jetzt erstmal nach hinten. So, ihr Lieben, ich schaffe mir jetzt erstmal eine Arbeitsfläche, dass ich richtig ja, eine gewisse Ebene habe und das alles ordentlich zusammenschrauben kann. Dafür hole ich meine Schaufel und glätte das hier mal ein bisschen. Okay, das merke ich auf Anhieb, das lasse ich sein. Habe ich so gar keinen Bock drauf, zum einen. Zum zweiten, der Boden ist bockin hart. Naja, Bock hätte ich schon gehabt, wenn es leichter wäre, aber. Hier ist es schon so fest, dass ich das jetzt so mache. Das wird schon irgendwie gehen. Mir fehlt ja noch Werkzeug und Ausmaße und den Kram hole ich jetzt. Aber als erstes werde ich mal ausmessen und mir eine Höhe aussuchen, auf der ich den ganzen Tisch, das ganze Gestell und so weiter haben möchte. Und Maßband ist vorne und deswegen werde ich mal ab zum Zaun und mir das ausmessen. Zip, zip. Maßband. Entweder hier, wo noch der Tank steht, hier an der Ecke dachte ich eigentlich, würde das Ganze hinkommen. Oder das hier finde ich ist auch eine sehr schöne Stelle. Und na, was meint ihr? Das ist doch schön, oder? Hier passt das wunderbar hin. Ja, und da werde ich einfach mal ausmessen, was ich da so haben möchte. Ne? So, ich habe jetzt alle Maße, die ich brauche. Vorne möchte ich auf jeden Fall eine 80er Höhe haben. Und ja, ein bisschen Wind heute wieder. Und ja, 80 vorne, hinten, das mache ich so vom Winkel, das kann ich dann einstellen beim Bauen. So gefällt mir das jetzt erstmal. Und ab zum Platz zum Werkeln. Und jetzt hole ich gleich noch den Rest, den ich brauche zum Werkeln. Ihr kennt das ja, Schraubenbohrer und so weiter. Und jo, ich leg mal los, ne? Komme hier an die Seite ran und das möchte ich ja nicht alles so quadratisch haben, sondern ein bisschen versetzt. Auch wenn das natürlich nicht so das Oberkunstwerk wird, wird das seinen Zweck erfüllen und nicht ganz so quadratisch aussehen. Vielleicht verkleide ich das nochmal oder hübsche das nochmal auf mit Naturmaterialien. Das sehe ich alles zum Schluss. Aber jetzt für den nächsten Schritt sind erstmal die Anbringungen an der Seite gedacht und damit mache ich jetzt weiter. So, ich bastel mir jetzt hier draus zwei Streben. Und dann habe ich auch schon die ersten Befestigungen und ich lege einfach mal los. Sägen ist angesagt. Ja, da mache ich mir jetzt erstmal, naja, wenn das 70 sind, sind das zufällig 70? Ja, machen wir mal so, damit ich das jetzt schräg habe. Sind das? Fahren
75 hört sich doch gut an, oder? Fehlt ein Bleistift. Moment. Das Ding ist fest. Würde ich mal sagen. Ja, super. Das ist das, was ich wollte. Jetzt die andere Seite dran. Easy. Haben wir das schlimmer vorgestellt. Übrigens, ich bin ja nicht nur überzeugt, dass in jedem von uns ein Gärtner steckt, sondern auch letztendlich ein Handwerker. Es gibt natürlich Menschen mit wirklich zwei linken Daumen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, da liegt das ganz oft an der Angst und am fehlenden Ausprobieren. Ich probiere ganz viel aus und so nach und nach pulle ich mir die Sachen bei und der Kopf entwickelt sich auch weiter und speichert ja auch ab, womit er Erfolg hat. Also ausprobieren, testen, wenn es nichts wird, nochmal abreisen, was weiß ich. Ja, ich werde die andere Seite jetzt ranmachen und bleibt dran, bleibt dabei und ihr könnt vielleicht was lernen von mir, für die, die sowas noch nicht gemacht haben. Gar nicht so leicht alleine, ne? Das verbiegt sich immer ein bisschen. So, jetzt stelle ich das Ganze mal auf und passe ein bisschen den Winkel an. Hab festgestellt, dass ich die kürzeren nicht kurz genug gemacht habe. Fehlt langsam die Geduld, Kraft ist auch gut weg. Hier war es, die Konstruktion ist so schon super stabil. Ich bin mal gespannt, ich stelle das jetzt mal auf und vielleicht brauche ich keine weiteren Verstrebungen. Das wird toll.
ist stabil genug. So, ich zeige euch das nochmal von nahem. Ich bin hammer happy, das Ding kann so bleiben. Selbst wenn damit nochmal stabilitätsmäßig ein Problem sein sollte, kann ich ja noch nachsteuern. Ist ja immer Zeit genug. Aber ich bin mega froh, dass ich so weit gekommen bin. Für mich reicht das, heißt das auch bald Feierabend. Deswegen bin ich super happy, dass ich an diesem Punkt Schluss machen kann gleich. Zeige euch das Ding jetzt erstmal von nahem. Das ist stabil. Jetzt könnt ihr nochmal richtig den Neigungswinkel sehen. So dachte ich mir das. Ah! Soll ich mal gucken, wie das vorne aussieht? Ich würde sagen, da stelle ich das mal Probe hin, oder? Glücklicher könnte ich quasi jetzt nicht sein. Das wird auf jeden Fall das Ende des Teil 1. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, konnte euch bereichern. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu Teil 4 dann auch noch mit dabei seid. Das ist jetzt noch nicht das Ende, da kommt noch ein bisschen mehr. Das muss ja auch noch an Ort und Stelle und ihr wollt ja auch sehen, wie das da seinen Platz genommen hat. Vielleicht werde ich noch ein bisschen schmirgeln, vielleicht kriegt das auch noch Farbe, vielleicht ist das aber alles auch noch nicht dran. Das seht ihr dann in der 4. Folge und ja, ich sage tschüss, euer Lars. Oh, ich bin so happy, das ist fertig. Oh, guckt euch das an, ist das nicht geil, sowas zu erschaffen? Das macht so derbe Laune. Ja. Ich hoffe, das bleibt lange stabil. Ich hoffe, das bleibt da stehen, wo ich es dann hin auch hinpacke. Aber so ist das doch erstmal was, oder? Leute, ich bin hammer happy. Das ist echt total, wie gesagt, Herzprojekt, totales Herzprojekt. Und so weit zu kommen und dass das Ganze dann auch was taugt. Bis hierhin taugt das auf jeden Fall was. Den Rest zeige ich nachher die Praxis. Aber ich bin hammer happy, ein Stück weit stolz. Und ich hoffe, dass ich irgendwen da draußen anstecken kann. Macht mir das nach, das ist eine gute Sache. Teilt eure Lebensmittel. Wir ernten noch in Hülle und Fülle und da ist auf jeden Fall für andere Menschen was übrig. Und ihr werdet sehen, aus diesen guten Sachen werden auch gute Sachen folgen. Ich denke da jetzt gerade an Karma. Okay, so, jetzt bin ich aber wirklich raus, ne?